Moin moin und herzlich willkommen beim Team Aqua to Zero. Ja, heute habe ich jemanden mit am Start und zwar ist das ein Mitglied von Team Aqua to Zero und zwar ist das der gute Paddy. Moin moin, was geht ab? Ja, heute soll es um das Thema Paarung von Kampffischen gehen. Ich habe es jetzt persönlich von uns schon ein, zwei Mal gemacht. Mal erfolgreich, mal nicht. Und ich möchte einfach so ein bisschen davon berichten, weil ich finde das gar nicht mal so einfach. Und darum habe ich mir gute Unterstützung geholt. Paddy, erzähl doch mal, was hast du denn so für Fische? Ja, ich habe auch zwei Aquarien, 62 Liter Becken und ein 200 Liter Becken folgt noch dazu. Ich besitze einen Kampffisch, in Naturstyle natürlich. Und Barsche. Warte, wie heißt die noch? Perlen und Prachtbarsche. Ja, unter anderem noch ein paar Wälze, Panzerwälze, Ottis und ein paar Guppies noch, ne? Und ja, was noch so folgt, das sehen wir dann in Zukunft, wenn das große Becken steht. Ja, genau. Ne? Denn auch das 200 Liter Becken, was Paddy gerade angesprochen hat, soll ein Projekt werden von uns. Und das ist gerade so ein Ding, was wir dann mit euch teilen wollen, wie wir das Becken, ich sag mal, aufbauen, wie wir es einrichten wollen und was Paddy da so vorhat. Schritt für Schritt. Ganz genau. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, heute geht es um das Thema Paarung von Kampffischen und die Zucht von Kampffischen. Ja, dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß dabei. Ja. Auf dem ersten Bild sieht man, wie ich das Weibchen, das Kampffischweibchen, in meinen Cube reingelassen habe, bei meinem Kampffischmännchen. Genau. Man sieht, dass das Weibchen Streifen hat. Das signalisiert eigentlich dem Männchen, dass es, Lust zur Paarung hat. Ich lasse mein Weibchen immer 24 Stunden in dem Korb, so dass das Männchen halt Zeit hat, ein Schaumnest zu bauen. Ja, auf dem Bild. Auf dem nächsten Bild hier sieht man dann auch, wie ich einen Plastikdeckel genommen habe und den Boden abgeschnitten habe und ins Aquarium gelassen habe, wo dann mein Kampffischmännchen, sein Schaumnest gebaut hat. Ja, Schaumnester können aber auch so entstehen, muss man ganz klipp und klar sagen. Paddy, kannst du vielleicht auch bestätigen, dass dein Männchen zum Beispiel auch im Aquarium manchmal anfängt, ein Schaumnest zu bauen, oder? Ja, einfach so, ne? Also woher das denn jetzt auf einmal kommt, wieso, weshalb, warum, weiß ich jetzt persönlich jetzt auch nicht. Habe mich da auch nicht schlau gemacht, aber sie machen es einfach so. Ja. Ja, also das kann natürlich auch mal vorkommen, dass ein... Muss nichts heißen natürlich, ne? Ja, vielleicht ein bisschen zu viel Luft im Bauch oder sowas, dass sie raus muss. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber... Nee. Na, ich denke mal, ja, wenn er gerade mal Lust hat, ne, aber halt kein Weibchen zur Verfügung ist, was soll er machen? Dann baut er trotzdem ein paar Blasen oder so, ne? Ja, kann natürlich sein, kann natürlich sein. Irgendwie. Ja, aber das kann natürlich auch passieren, ne? Generell sollte man aber auch dazu sagen, dass Kampffischmännchen generell alleine gehalten werden sollten, ne? Also das muss man auch ganz klipp und klar dazu sagen. Also man sollte schon versuchen, Männchen alleine zu halten. Natürlich, wenn es jetzt die Naturform ist, so wie Paddy jetzt zum Beispiel, also unser Kumpel hier, einen Kampffisch hat, dann geht das auch in der Regel, dass man den mit anderen Kampffischen zusammenhalten kann, in einem verhältnismäßig großen Becken, so wie man da auf dem Bild hier sehen kann. Und das geht dann natürlich auch, weil man sagt eigentlich, dass die Hochzuchtform, so wie mein Kampffisch oder hier ein paar Bilder, die wir jetzt gerade mal so ein bisschen einspielen, generell aggressiver sein sollen. Ja, als nächstes folgt dann so ein kleines Video, wo man dann auch erstmal sieht, wie mein Kampffischmännchen und mein Kampffischweibchen sich gerade paaren. Und da möchten wir auch gar nicht so viel zu sagen. Ich denke mal, genießt erstmal das Video und dann werden wir gleich noch ein, zwei Sachen dazu erzählen. Viel Spaß!
willkommen wieder zurück. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und ja, wir gehen jetzt noch so auf ein, zwei Einzelheiten dazu ein, was uns da nochmal so eingefallen ist, gerade wo ihr das Video gesehen habt, was nochmal wichtig ist zu sagen. Und ja, fangen wir einfach mal an. Also, man hat jetzt nicht gesehen, dass mein Männchen die Eier, wie gesagt, im Mund genommen hat und sie dann ins Nest gepackt hat. Wie gesagt, viele machen das auch mit Seemantelbaumblättern. Das hat den folgenden Effekt, dass der Laich nicht so schnell anfangen kann zu schimmeln. Darum wird das auch oft gemacht. Viele machen das auch so, dass das Aquarium kein Kies im Becken hat, weil das Männchen wesentlich einfacher oder dass das Ganze wesentlich einfacher gestaltet, die Eier zu finden. Ihr müsst euch das so vorstellen, auch so, wenn die Eier dann im Nest sind, können die Eier auch mal runterfallen. Und das Männchen wacht halt so lange über den Laich, über seine Brut. Und ja, guckt halt, wenn das ein Ei runterfällt, dass das halt dann wieder in das Nest gerät, ne? So ist es bei denen. Man sollte das Becken so bei 28 bis 30 Grad fahren. Das ist so meine Erfahrung, das ist somit das Beste. Also man sollte schon wirklich das Becken dann 2-3 Grad höher stellen. Und ja, das ist dann eigentlich auch richtig gut. Ich für meine Verhältnisse halte das Becken dann immer dunkel. Über 3 Tage, bis der Laich dann schlüpft. Und ja, das waren nochmal so wichtige Sachen, die wir nochmal dazu erzählen wollten. Ach ja, auch ganz wichtig. Und zwar, man sollte auf jeden Fall das Weibchen nach der Paarung aus dem Becken nehmen von dem Männchen. Das ist echt wichtig, denn ansonsten kann es sein, dass das Weibchen nicht so viel Freude im Becken hat. Mal lieb ausgedrückt. Also das muss man wirklich machen. Also das Weibchen muss nach der Paarung auf jeden Fall raus aus dem Becken. Ansonsten, was ist noch so wichtig bei Kammfischen? Also man sollte schon darauf achten. Da kann Paddy mir auch bestimmt, ich sag mal, zu Rat und Tat stehen. Ja, bei Kammfischen sollte keine große Strömung herrschen. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Also man sollte echt gucken, dass in eurem Becken, wenn ihr einen Kammfisch habt, keine große Strömung herrscht. Oder Paddy, was sagst du? Ja, man kann auch die Pumpe auch einfach weglassen, da die ja auch Luftatmer sind, ne? Ja. Ja. Also das vereinfacht die ganze Sache nochmal, aber dafür ist der Wasserwechsel dafür umso häufiger. Ja. Ja. Ja, also das muss man ganz klipp und klar sagen. Also wenn man sich dazu entscheidet, keine Pumpe oder sowas zu haben, dann muss man auf jeden Fall ziemlich häufigen Wasserwechsel machen, um die Wasserqualität zu erhalten. Und ja, das ist echt sehr wichtig, denn ihr wollt ja auch, dass es euren Fisch gut geht. Ja. Ja, gut, das soll es dann noch eigentlich gewesen sein. Falls wir irgendwas vergessen haben, tut es uns wirklich leid. Schreibt es in die Kommentare, falls ihr Fragen habt. Wir beantworten alles, was ihr wollt. Und ja, wir als Team würden uns freuen, wenn ihr, ja, ich sag mal, einen Daumen da lasst. Oder ja, ich sag mal, wenn es euch so gut gefallen hat, sogar ein Abo da lasst. Ne? Und ja, schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ja, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, oder sonst was. Also, okay, dann bis zum nächsten Mal. Danke und ciao. Ciao. Ja, das soll es dann auch schon eigentlich gewesen sein. Ich glaube, mehr haben wir nicht zu sagen. Falls wir irgendwas vergessen haben, dann tut uns das leid. Schreibt es in die Kommentare, falls ihr Fragen habt. Und wir versuchen, alles zu beantworten. Und ja, Paddy, hast du noch was zu sagen? Nee, eigentlich heute nicht mehr. Okay, dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Gehabt euch wohl. Das kannst du auch rausschneiden. Nee, das lassen wir drin, Digga. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ich bin halt zu müde für sowas.